So, einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Das Thema Fonius Gen 24 Plus und die Produktvorstellung. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und uns vorstellen. Mein Name ist Hans Pelze. Ich werde Sie jetzt durch die nächsten ca. 30 bis 40 Minuten begleiten. Und zu meiner Seite sitzt der Christoph Schierlinger, der auch im Chat sozusagen Ihre Fragen gleich beantworten wird. Wenn Sie Fragen haben, bitte senden Sie diese einfach während des Webinars zu und Christoph wird versuchen, diese auch gleich zu beantworten. Wir werden auch anschließend dann noch kurz Fragen live beantworten, je nachdem, welche Fragen dann kommen und wie viele Fragen das sind. So, dann möchte ich beginnen mit der kurzen Agenda. Also wir möchten Ihnen zunächst einmal einige Grundüberlegungen zum Produkt vorstellen, dann die Erweiterungsmöglichkeiten, die Flexibilität bei der Planung, die Installation und die Inbetriebnahme kurz vorstellen und am Schluss noch den Service. Welche Fragen sozusagen, was haben wir bei der Produktentwicklung berücksichtigt oder was ist uns im Prinzip jetzt hier besonders wichtig gewesen? Zunächst einmal der Punkt, dass wir eine grüne Energiezukunft haben wollen, dass Kunden sozusagen die Energie natürlich mit PV erzeugen wollen und auch nützen wollen, dass sie in der Entwicklung sozusagen dieser Energiewende mit teilhaben können. Ein zweiter sehr wesentlicher Punkt ist natürlich, den Eigenverbrauch möglichst hoch zu setzen, möglichst viel von der Energie selbst zu nutzen, um auch natürlich die Stromkosten dann zu sparen. Ein ganz wichtiger Teil ist dann natürlich auch die Möglichkeit der Energie, diese später zu nutzen, also wenn man eben eher abends zu Hause ist, nur dass man dann die Energie nützen kann, die man mit der PV erzeugt hat. Dann als nächster wichtiger Punkt, was passiert bei Stromausfall, also die Energieunabhängigkeit. Dann weiterer Punkt ist, was passiert in Zukunft, wie kann ich dann vielleicht mein Auto, E-Auto damit laden zum Beispiel, eine eigene E-Tankstelle und natürlich wichtig auch das Monitoring. Ich möchte auch wissen, was passiert. Ich möchte das auch vielleicht von einem anderen Ort aus sehen, was mit meiner Anlage passiert. Und ich möchte das auch sozusagen dann dementsprechend auch vielleicht verbessern können. Also ein smartes Gesamtsystem. Das waren sozusagen die grundsätzlichen Überlegungen für das neue Produkt, den Fonius Gen 24 Plus. Jetzt hätte ich, bevor ich jetzt weitergehe, eine kurze Frage an Sie. Ich möchte Sie ganz kurz bitten, mir hier eine Rückmeldung zu geben. Und zwar die Frage ist, was ist Ihnen bei einem Wechselrichter ganz besonders wichtig? Ist es erstens ein integriertes Energiemanagement? Ist es ein hoher Wirkungsgrad? Ist es eine Speichererweiterung? Die Möglichkeit dazu, ist es die Notstromfähigkeit oder natürlich allgemein Qualität und die Lebensdauer eines Produkts. Sie können hier auch mehrere Antworten geben, abstimmen. Sie haben mehrere Möglichkeiten hier, das abzugeben. Wunderbar, ich sehe schon, die ersten Rückmeldungen kommen schon. Freut mich sehr. Ich werde noch kurz fragen, wir sind jetzt bei etwa knapp der Hälfte der Abstimmungen. Ich möchte noch kurz warten, bitte noch die Rückmeldungen geben und dann sehe ich, kommt schon wieder einiges rein. Dann würde ich sagen, okay, ein größerer Teil hat gewählt. Jetzt schließe ich die Umfrage und übermittle kurz das Ergebnis. Also als größter Teil war
der wichtigste Teil war die Qualität und die Lebensdauer natürlich. Das Produkt soll natürlich lange halten und eine gute Qualität haben. Das integrierte Energiemanagement ist auch sehr wichtig. Und als dritte die Notstromfähigkeit. Und die hohe Wirkungsgrad und Speicherweiterung ist eher Umfrage ist eher nicht ganz so bedeutend. Okay, vielen Dank. Dann weiß ich hier Bescheid und kann hier dann auch weitergehen in der Präsentation. Zunächst einmal ganz kurz, was ist das Produkt, die einzigartige vielseitige Produkt? Wir haben im Prinzip zwei Ausführungen. Das ist einmal der Primo und der Symo Gen 24 Plus. Das Gerät Primo natürlich der einphasige, Symo dreiphasig. Leistungsklassen, der Primo für das kleine Segment 3 bis 6 kW, ich sage im deutschsprachigen Raum bis eben maximal 4,6 kW, in Österreich bis maximal 3,6 kW. Und der Symo kommt in den Leistungsklassen 6 bis 10 kW, also 6, 8 und 10 kW. Dann haben wir auch sehr wichtig, zwei MPP-Träger und einen Batterieeingang zusätzlich, also drei Eingänge, die man hier verschalten kann. Das ist auch ein wesentlicher Fortschritt zum Symo Hybrid, wo wir nur einen MPP-Träger hatten. Eine Sache hier noch dazu erwähnt, die Symo Gen 24 Plus werden als erstes gelauncht. Also wir rechnen hier mit einem Start vom Vertrieb ab Mitte Juli. Das heißt, also hier wird's hier losgehen. Und dann der Primo wird etwas später erst kommen. Wir haben noch kein exaktes Datum. Hier würde ich noch Sie bitten um etwas Geduld. Im Prinzip ist der Symo ohne dies das wichtigere Produkt für den deutschsprachigen Raum, weil wir hier eigentlich die dreiphasigen Geräte bevorzugen. Nun, die grüne Energiezukunft. Ja. Wir wollen zunächst einmal ein zuverlässiges Basissystem. Ich möchte ein Produkt, das ich an meiner persönlichen Energiewende begleitet, das auch für die Zukunft so weit schon jetzt sozusagen die Fähigkeit hat, auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Ich will grundsätzlich die Energiekosten so weit wie möglich senken. Ich möchte eben dazu eben auch wichtig Erweiterungsmöglichkeiten haben, Speicher, Lastmanagement und dergleichen. Und ich brauche natürlich einen guten Support und eine gute Qualität des Produktes. Das ist einmal sozusagen die Basis für dieses Produkt. Dann geht's weiter jetzt zum Energiemanagement. Was wir hier auch im Gen 24 inkludiert haben, ist das Fronius Energieflussmanagement, ähnlich wie wir es auch schon vom Symo Hybrid kennen. Zunächst einmal mit der Eigenverbrauchsanalyse mit dem Fronius Smart Meter, der am Einspeisepunkt sitzt und sozusagen dass ich damit den Eigenverbrauch mal analysieren kann. Des Weiteren kann ich mit den digitalen IOs Lasten steuern, sozusagen den PV-Überschuss verwenden, immer dann, wenn ausreichend Energie vorhanden ist, Verbraucher schalten. Zum Beispiel eine Smart Grid Ready Wärmepumpe. Dann Lasten priorisieren. Ich kann diese vier Ausgänge dann auch priorisieren. Was ist mir wichtiger? Oder ist mir die Batterie wichtiger? Oder eben die Warmwassererzeugung? Hier kann ich das auch entsprechend priorisieren. Und das Ganze gibt dann eben einen erhöhten Eigenverbrauch. Zweiter Punkt, wenn ich jetzt noch mehr Eigenverbrauch haben möchte, gibt es natürlich auch die Warmwasserlösung, auch wie wir es schon mit den Snap-Invertern kennen, mit dem Fronius OnPilot. Der Fronius OnPilot ist ein Regler, der den Überschuss sozusagen stufenlos, dynamisch an den Heizstab regelt. Also hier wird nur der Überschuss verwendet. Und
das ist natürlich dann auch eine sehr effiziente Art der Speicherlösung. Ich kann tagsüber Warmwasser erzeugen, am Abend diese nützen. Die zweite Speichermöglichkeit ist natürlich dann die Batterie. Auch das geht natürlich mit dem Gen 24 Plus. Sie können die Batterie anbinden, um den Autarkiegrad zu steigern, weil ich hier dann auch eben die Energie dann in der Nacht nützen kann. Als Batterie verwenden wir die BYD-Box Premium HVS oder HVM. Also beide Batterien sind, die beiden neuen BYD-Batterien sind hier kompatibel. Das Ganze ist sehr einfach nachzurüsten, in der ähnlichen Form, wie wir es mit dem Hybrid schon kennen. Plus-Minus-Leitung und eben die Kommunikationsleitung über diesen RS-485. Und ein ganz besonderer Vorteil ist hier auch die sehr hohe Lade- und Entladeleistung, die wir hier zur Verfügung stellen können. Wir können bis zu 9 kW laden und entladen mit dem Symo Gen 24. Das 10 kW Gerät könnte ja bis 10 kW, aber das hängt dann im Endeffekt noch von der Spannung ab, Batteriespannung, und deshalb erreiche ich dann eben diese 9 kW bei der größeren Batterie. Und wir haben auch sehr erfreulich den Platz 1 bei der Stromspeicherinspektion erreicht. Messung wurde wieder jährlich durchgeführt. Hier werden sämtliche Batteriesysteme verglichen und hier waren wir bei der Klasse bis 10 kW sozusagen der beste mit einem Wirkungsgrad von 94%. Das ist das System Wirkungsgrad von 94%. Ja, zum Speicher vielleicht noch einige Dinge dazu zu erwähnen. Wichtig, die BYD-Box bei der Anbindung muss ich hier noch beachten. Also grundsätzlich einmal, das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Speicher, sehr sicher, die sicherste Technologie. Wir haben dann diese beiden verschiedenen Ausführungen, die HVS, in der Version 2 bis 4 Module, 5,1 bis 10,2 Kilowattstunden kann hier angebunden werden, also die 2, 3 und 4 Module. Und bei der HVM-Version, das ist sozusagen dann die größere Speicherkapazität, von 4 bis 8 Module, also von 11 bis 22,1 Kilowattstunden. Also ich kann hier mehr oder weniger das gesamte Spektrum von 5 bis 22 Kilowattstunden schön abdecken und je nach Kunden dann ideal wählen. Nachrüstbar ist das Ganze auch. Wenn ich zu kleine Batterie gewählt habe, kann ich bei der HVS und bei der HVM eben diese 2,6 bis 2,8 Kilowattstunden Module dazu bauen, nachträglich auch einbauen und die Anlage erweitern. Und das Ganze ist sehr einfach zum Installieren. Bodenmontage, Sie kennen vielleicht die BYD-Batterie schon, eine ähnliche Form. Das sind eben diese Doppelmodule sozusagen jetzt, die etwas schwerer sind, aber dafür hat man weniger, also ist die Installation einiges leichter. Ja, das ist soweit zur Batterie. Was ist dann besonders auch noch beim Gen 24? Ist einmal einerseits durch das Multiflow, durch die Multiflow-Technologie, die Nachladung der Batterie bei Stromausfall. Wir können hier gewährleisten, dass auch wenn das Netz wegfällt, wir trotzdem am nächsten Tag, am Morgen wieder die Batterie laden können und sozusagen auch einen dauerhaften Notstromversorgung auch gewährleisten können. Zumindest natürlich in der eher im Sommerhalbjahr, im Winter wird es natürlich das entsprechend schwieriger, aber auch das ist eingeschränkt möglich. Und dann die zweite Sache, auch die Ladung von der AC-Seite. Also hier in dem Fall zum Beispiel bestehende PV-Anlage mit einem Wechselrichter, mit einem Snap-Inverter. Hier wird einfach der Gen AC-seitig dazu gekoppelt mit der Batterie und am Gen eben auch noch eine PV-Anlage einstrahlen angeschlossen. Das
ergibt mir den Vorteil, dass ich hier sehr große Anlagen realisieren kann und dass ich den bestehenden PV-Wechselrichter, weil ich ihn vielleicht trotzdem auch noch haben möchte, auch noch im System lassen kann, der mir auch dann die Batterie lädt und der auch dann sozusagen in das System, das Gesamtsystem mit so mit eingebunden wird. Ich kann auch AC-seitig laden von Netzseite, aber das ist ein eher zukünftiger Schritt, den wir dann gehen können auch noch. Also das sind so die beiden wesentlichen markanten Vorteile für die Batteriespeichertechnologie, beziehungsweise das Multiflow. So, was tun bei Netzausfall? Hier gibt es zwei Möglichkeiten jetzt. Einerseits den PV-Point, die Basisnotstromversorgung. Das ist eben die Möglichkeit, die sozusagen bei Stromausfall auch eine Steckdose zu versorgen. Das geht jetzt mit und ohne Batterie. Also hier bei dieser Basisnotstromversorgung brauchen Sie nicht unbedingt die Batterie. Jedoch natürlich, logischerweise, muss entsprechend PV-Energie vorhanden sein, um hier auch natürlich die Last zu betreiben. Wir können hier auch einzelne Versorger natürlich nur versorgen. Ich muss hier sozusagen umstecken. Ich muss hier an diese Steckleiste die entsprechenden Verbraucher dann eben anstecken. Und es werden nur einzelne Verbraucher sein, die ich damit versorgen kann. Das Ganze geht dann ohne externe Umschaltung. Ich brauche nicht keine zusätzliche NVDEC-Box oder zusätzliche Netzumschaltkomponenten, weil es hier eben, weil die Steckdose jetzt hier direkt sozusagen am Wechselrichter angeschlossen ist. Schaut dann so aus, dass eben hier eine Steckdose dann sozusagen zur Verfügung steht. Ich kann diese ist dann eben nur bei Netzausfall versorgt. Automatisch wird natürlich umgeschaltet drauf, also sobald Netzausfall ist, circa eine Minute später wird dann diese versorgt. Die maximale Verbrauchsleistung liegt bei 3 kW einphasig nominell, kurzzeitig auch 4,1 kW. Und es ist keine Zusatzinstallation erforderlich. Sie brauchen nur sozusagen ein Kabel anschließen an Wechselrichter mit einem FI und dann haben Sie die Steckdose schon, die dann eben im Notstromfall versorgt wird. Das ist die einfache Variante und dann gibt es eben noch die maximale Notstromversorgung, das Full Backup. Hier haben Sie einen dreiphasigen Notstrom und hier versorgen das komplette Haus mit Energie. Also sämtliche Verbraucher können hier angesteuert werden. Mit den 10 kW kommt man normalerweise, üblicherweise relativ gut durch. Es gibt natürlich schon auch Haushalte, wo vielleicht die eine oder andere sehr große Verbraucher hier dann ausgeklammert werden sollte. Ja, maximale Versorgung, automatische Umschaltung. Das heißt, der Kunde merkt dann zwar, dass er eine Minute vielleicht keinen Strom hat, aber das Ganze geht automatisch sozusagen in den Notstrombetrieb und auch wieder zurück. Kann auch dreiphasige Verbraucher versorgen und wir haben eine maximale Energienutzung dadurch, weil wir gleichzeitig versorgen und laden können von der PV. Ja, das war soweit zum Notstrom. Dann noch zusätzlich ein paar andere Themen, Third-Party, E-Mobilität. Auch das ist möglich, weil wir die offenen Schnittstellen anbieten, standardisierte Protokolle, Modbus TCP, SunSpec-Protokoll oder die SolarAPI-JSON-Protokoll. Hier können Hausautomatisationssysteme angeschlossen werden, die dann entsprechend diesen Überschuss, die Information vom Überschuss bekommen und dann entsprechend auch das Haus steuern können. Wir können damit auch Wallboxen direkt ansteuern über die LAN-Schnittstelle oder über WLAN, können dann hier die Wallboxen auch Überschuss laden, entsprechend dynamisch sozusagen genau mit dem zurzeit zur Verfügung stehenden Überschuss. Und entsprechend auch für Wärmepumpen können hier einige Wärmepumpen schon
dieses Protokoll lesen und damit auch sozusagen die Wärmepumpe entsprechend des PV-Überschusses auch regeln. Die Schnittstellen sind nochmal zusammengefasst kurz. Also wir haben eine LAN-Schnittstelle, WLAN-Schnittstelle, eine Modbus RTU oder Modbus TCP SANSPEC Schnittstelle. Dann haben wir die digitalen IOs, vier digitale IOs wieder. Und das Solar API JSON Protokoll steht auch zur Verfügung. Auch hier können hier sämtliche Daten ausgegeben werden und dann genutzt werden von diesen Third Party Komponenten. Ja, das war es einmal soweit, aber grundsätzlich zum Produkt. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Vorteile bei der Planung zeigen. Grundsätzlich ist der Gen 24 Plus mit zwei MPP-Trackern ausgestattet. Sie haben einen sehr breiten Spannungsbereich und können beim Gen schon von 80 bis 800 Volt Eingangsspannungsbereich ab drei Module verschalten. Das heißt, es kann der zweite MPP-Tracker braucht dann nur mehr drei Module und ich kann zusätzlich eine zusätzliche kleine Dachfläche schon mit verschalten. Die Eingänge sind, ich habe im Prinzip drei Eingänge, also zwei MPP-Tracker. Für den ersten MPP-Tracker kann ich zwei Stränge anschließen, beim zweiten MPP-Tracker nur einen Strang, also insgesamt drei Stränge. Und dann habe ich noch einen Batterieeingang, wo ich dann bis zu 22 Ampere auch noch anschließen kann. Und mit diesen 22 Ampere können wir eben dann auch bei der 400 Volt Batterie, bei der großen BYD-Batterie, HVS-10 oder bei der HVM-22 bis zu 9 kW Leistung auch realisieren. Ja, und die Überdimensionierung ist eh schon wie auch bei den Step-Invertern 150%. Das heißt, Sie können beim Symo Gen 10 kW diese eben 15 kW Peak auch verschalten und der Wechselrichter kann dann entsprechend auch eben dann mehr Ertrag hier realisieren. Ja, das ist soweit zum Superflex Design. Dann bei Teilverschattungen haben wir auch schon wie gehabt den Dynamic Peak Manager, die Funktion, dieses effiziente Verschattungsmanagement integriert. Hier kann man auch höchste Erträge bei Verschattung erwarten. Es geht in erster Linie um natürlich morgens, abends Verschattungen. Wir können das durch diese speziellen Algorithmus, wo wir kurzzeitig immer wieder nach einigen Minuten die gesamte Spannungsstromkurve des Moduls durchtesten, realisieren. Und man kann sich in den meisten Fällen Moduloptimierer damit. Man braucht dazu eigentlich keine Moduloptimierer, sagen wir so. Ja. Also wir wollen ja grundsätzlich das System so einfach wie möglich aufbauen und Elektronik am Dach ist immer natürlich eher zu vermeiden, nur in Ausnahmefällen, wenn ich wirklich hier sehr starke Verschattungen habe, muss ich natürlich dementsprechend eventuell auch auf das ausweichen. Ja, das ist der Dynamic Peak Manager. Dann haben wir auch wie schon gehabt den Lüfter, das aktive Kühlsystem, schon wieder integriert. Den Lüfter sieht man ja ganz einfach an der Front. Hier ein sehr großer Lüfter. Der große Lüfter bringt den Vorteil, dass er viel mehr Luft sozusagen durchbringt, auch bei geringeren Drehzahlen. Die aktive Kühlung bringt mir eine lange Lebensdauer, weil die Leistungselektronik, umso besser die gekühlt ist, umso länger hält die. Ich kann auch mehr Ertrag dadurch erzielen, weil der Wechselrichter nicht ins Tiering geht bei hohen Umgebungstemperaturen. Ich habe geringes Gewicht, der Kühlkörper ist relativ klein, weil er eben gut durchlüftet ist. Und ich bin auch einfacher und flexibler bei der Installation. Ich kann theoretisch auch mal auf einer Südseite den Wechselrichter installieren,
außenseitig natürlich idealerweise schon mit einer gewissen Überdachung, um hier natürlich sehr hohe Temperatur natürlich an der Oberfläche zu vermeiden. Das muss man auch dazu sagen. Aber diese allen Vorteile bringt das aktive Kühlsystem, und ein wesentlicher Vorteil hier auch ist dieser große Lüfter, den ich schon vorhin gesagt habe, der sehr leise läuft, der nur mehr 43 dBA bei Volllast hat, was wesentlich leiser ist, wie wir das vorher gehabt haben. Kurz noch zur Installation und zur Inbetriebnahme. Warum geht das so einfach jetzt und rasch? Zunächst einmal ist auch hier wieder die Montageplatte mit integriert. Die können Sie mit 4 Schrauben an der Wand montieren. Sehr einfach. Können dann den Wechselrichter einschnappen, oben einhängen und dann unten einschnappen. Das ist sehr schnell gemacht. Und dann die Verschraubungen an der Front, also hin, wo sozusagen, wo sich dann dahinter die ganzen die Klemmen sozusagen sind, also die DC- und AC-Kabelanschlüsse sich befinden, sind mit Schnellverschlussschrauben gelöst. Also hier nur eine 180-Grad-Drehung und Sie können den Deckel abnehmen. Und dahinter befinden sich dann eben diese Vakuumklemmen, Federzugklemmen, wo Sie nur das Kabel abisolieren müssen, den Hebel aufklappen, einstecken und zuklappen, und fertig ist das Ganze. Also das geht jetzt hier sehr, sehr rasch und einfach und ermöglicht eben sehr rasche Installationszeit. Auch die Inbetriebnahme wurde vereinfacht, verbessert. Wir haben hier das neue Inbetriebnahme-App. Der Start-App kommt eben auch in den nächsten Wochen, also noch vor dem Start vom sozusagen im Vertrieb, kommt auch das App. Und das App geht sozusagen ganz einfach in 3 Schritten. Man verbindet sich mit dem App, mit dem Wechselrichter, richtet das Netzwerk ein, macht die Produkteinstellungen und verbindet das Ganze dann mit dem SolarWeb. Einfach über WLAN, und wie gesagt eben, es ist die einfachste Inbetriebnahme am Markt, geht wirklich innerhalb von wenigen Minuten, und Sie haben das Ganze, die Inbetriebnahme durchgeführt. Ja, so schaut es dann im SolarWeb aus, wenn das Ganze dann im SolarWeb dann drin ist, und da die Vorteile vom SolarWeb kennen Sie, denke ich, auch schon. Also hier grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, die Anlagen online zu bringen. Und zwar nicht nur, weil wir einen Vorteil haben, sondern weil auch Sie als Installateur und der Kunde einen Vorteil hat, einen großen Vorteil hat. Nämlich erstens können Sie das sehr schön benutzerfreundlich visualisieren. Sie sehen die Stromflüsse, die Energieflussdarstellung. Sie sehen auch sämtliche Eigenverbrauchswerte. Sie sehen den PV-Ertrag natürlich über den Tag, über die Monate, über das Jahr. Sie können auch eine Speichersimulation dann machen nach einem Jahr und können damit feststellen, wie groß der Speicher idealerweise sein muss, beziehungsweise das Ganze kann man auch mit dem On-Pilot, simulieren. Das heißt, dann wirkliche exakte Daten herausbekommen, was bringt mir der Speicher, was bringt mir der On-Pilot, beziehungsweise wie groß muss der Speicher sein. Sie können das Ganze remote updaten, Riesenvorteil auch für Sie als Installateur, dass Sie nicht extra zum Kunden fahren müssen, und Sie bekommen auch die automatische Benachrichtigung im Fehlerfall, wenn Sie jetzt Blackout Detection, wenn es da die Batterie zum Beispiel jetzt etwas hätte, sollte ja unter Umständen natürlich auch relativ rasch reagiert werden, und um eine Tiefentladung zu verhindern. Und auch hier deshalb ganz wichtig eben diese Anbindung an das SolarWeb, weil damit eben das alles sichergestellt ist. Ja, und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zum Service. Hier das Gerät auch wieder sehr schön aufgebaut. Man hier sieht in den einzelnen Teilen, Sie bekommen alle Teile von uns. Zunächst einmal bekommen Sie die Benachrichtigung über ein E-Mail
an Ihr Handy und dann können Sie die Fehlersuche im SolarWeb starten. Sie können von zu Hause auch gleich mal schauen, was los ist, können dann die Komponenten bestellen. Die Komponenten bekommen Sie wie hier rechts abgebildet und dann ist alles steckbar, einfach auszutauschen und das Ganze eben nur mit einer Fahrt können Sie hier auch den Kunden wieder den reparierten Wechselrichter und den Wechselrichter rasch reparieren. Das ist eben dann die schnelle Lösung und der zufriedene Kunde, den wir alle haben wollen. Ja, das war's jetzt zum Fronius Gen 24 Plus. Das war die Produktvorstellung und jetzt würde ich sagen, möchte ich noch kurz auf den Christoph eingehen, auf die Fragen, auf Ihre Fragen. Christoph, kannst du mich hören? Kannst du uns noch offene oder wichtige Fragen noch gleich beantworten? Ja, sehr gerne. Wir haben sehr viele Fragen bekommen, trudeln immer noch weitere ein. Herzlichen Dank dafür. Ich werde versuchen, ein paar davon jetzt noch abzudecken. Zuallererst, es ist ein paar Mal die Frage gekommen, wie schaut es aus mit der Parallelverschaltung von den neuen BYD-Batterien? Hier muss man ganz klar sagen, wir müssen hier noch auf das offizielle Go von BYD selbst abwarten und erst wenn wir das offizielle Go haben, können wir auch intern die Tests durchführen. Also hier bitte noch um etwas Geduld. Wir haben hier kein Datum, das wir nennen können, ab wann das verfügbar sein wird momentan. Ja, ein weiterer Punkt hier auch mal angeführt. Wie kritisch sind die 1000 Volt auf der DC-Seite? Ganz klar, die sind sehr kritisch bei all unseren Wechselrichtern, die hier auf 1000 Volt auf der DC-Seite begrenzt sind. Bitte das unbedingt einhalten und bei der Auslegung berücksichtigen. Ich möchte hier ganz kurz auf unser Online-Tool verweisen, den Solar-Konfigurator von Fronius. Den können Sie auf jedem Browser, auf dem Handy, auf dem Laptop öffnen und dann ganz schnell eintippen, welches Modul, welche Anzahl von Module. Und dann können Sie das sehr schnell überprüfen. Da finden Sie auch schon den neuen Gen 24 Wechselrichter. Ja, und ein paar Punkte waren noch bezüglich Notstrom. Ja, ist es denn möglich, den PV-Point und den Full-Backup zu nutzen? Das ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll, wenn man sich es mal genau überlegt. Also der Kunde hat die Möglichkeit, entweder den PV-Point zu nutzen, also eine einphasig verkabelte Steckdose, die nur im Notstrom versorgt wird, oder eben den vollen Notstrom. Und wenn jemand den vollen Notstrom hat, bräuchte er auch nicht mehr diese einphasige Steckdose. Er hat ja sowieso das ganze Haus wieder versorgt. Also hier entweder oder. Das muss der Kunde vorerst entscheiden. Ja, also es kommen immer noch weitere Fragen herein. Ich würde jetzt wieder zurückgeben an dich, Hans, für die abschließenden Worte und ich werde hier versuchen, noch die offenen Fragen schriftlich zu beantworten. Danke, Christoph. Ja, sehr gut. Ich denke auch, wir hauen uns jetzt gleich beide in den Chat rein und beantworten die Fragen, dass wir noch durchkommen. Wir bleiben einfach noch dran. Ich schalte jetzt dann mein Mikro aus und beantworten alles noch dann schriftlich. Vielen Dank für die Teilnahme und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Würde uns freuen, wenn wir Sie bald wieder bei einem nächsten Webinar hören würden. Und bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Tschüss.